Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Avanti on Tour. Heute möchte ich euch noch das versprochene Special über unseren Stromerzeuger nachliefern. Wir haben das Gerät jetzt 8 Tage zwischen den Feiertagen auf Fehmarn im Einsatz gehabt und ich glaube, ich kann jetzt einiges zu dem Gerät sagen. Wenn es euch interessiert, bleibt einen kleinen Moment dran. Ja, für die Bereiche Maße, Gewichte, Füllmengen, Abmessungen, alles was so technische Daten betrifft, verweise ich nochmal auf unser Unboxing. Das verlinke ich euch hier oben nochmal. Da findet ihr die entsprechenden Daten, die ihr braucht. Wie gesagt, wir hatten ihn jetzt 8 Tage im Einsatz. Er hat jetzt ungefähr, ja, 8, 9 Betriebsstunden runter. Und ich möchte euch jetzt im ersten Teil des Videos kurz das Gerät nochmal vorstellen im Praxisbereich. Wir werden auch mal versuchen, eine Geräuschmessung zu machen. Und im zweiten Teil, in der zweiten Hälfte, werde ich dann noch ein paar Sätze dazu sagen, warum wir der Überzeugung sind, dass dieses Gerät für uns die Ideallösung ist. So, der Startvorgang bei dem Gerät ist relativ einfach. Zunächst geht ihr hier oben hin und öffnet die Entlüftung. Dann schaltet ihr hier den Ein- und Ausschalter auf ein. Den Eco-Schalter lasst ihr zunächst mal auf off. Dann haben wir hier unten noch einen Benzinhahn. Den müssen wir noch öffnen. Und hier oben den Schok, wenn das Gerät kalt ist, auf Start. Ich lasse den jetzt mal ein bisschen so, weil ich hatte ihn eben schon mal kurz im Betrieb. Das wär's dem Grunde nach erstmal. Bei den größeren Geräten, also bei dem 2200er und dem 2800er, findet ihr hier unten in dem Bereich einen sogenannten Pumpknopf. Ich nenne den jetzt einfach mal Pumpknopf. Der dient dazu, Benzin vom Tank in Richtung Vergaser zu pumpen. Dieser Knopf fehlt an den kleineren Geräten, also an dem 1200er hier und auch an dem 650er. Die Bedienungsanleitung schreibt jetzt, man möge bitte das Zugseil insgesamt 20 Mal ziehen. Ich bin jetzt kein Kfz-Mechaniker, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich das jetzt 20 Mal ziehe, dass die Kiste dann restlos abgesoffen ist. Ob das jetzt ein Fehler in der Übersetzung ist oder ob ich mir da einfach zu viele Gedanken mache, weiß ich nicht. Wenn es unter euch einen Kfz-Mechaniker gibt, der möge doch bitte mal unten in die Kommentare reinschreiben, was er von der Anweisung hält, hier 20 Mal vor dem Startvorgang diese Leine zu ziehen. Also bei mir reicht's jetzt nach einigen Startvorgängen, wenn ich dieses Ding vielleicht zweimal ziehe. Ja, also das muss ich nicht 20 Mal machen. So, und dann, das zeige ich euch jetzt, springt der auch direkt an. So, ich bin jetzt ungefähr 2 Meter vom Generator weg und ich blende euch jetzt mal den ersten Lautstärketest ein. Da muss man gerade die App starten. Ja, habt ihr gesehen, waren jetzt ungefähr 70 Dezibel in 2 Meter Entfernung. Ich schalte jetzt mal den Eco-Modus ein und dann messen wir hier von der Stelle nochmal. Ja, ich glaube, den Unterschied hat man jetzt schon gehört. Ja, ich mache das nochmal. Also man hört ganz deutlich, wie der Generator fast auf den Leerlauf zurückfällt. So, jetzt blende ich mal die nächste Messung ein.
So, und jetzt nehme ich euch mal gut 10 Meter weg von dem Gerät. Mal die nächste Messung. So, und jetzt gehe ich mal ungefähr 20 Meter weg. Und von hier machen wir noch mal eine Messung. Ja, also ich glaube, ihr seht, das ist hier wirklich in 20 Metern, liegt das bei 50 Dezibel. Wenn ihr das Ding 20 Meter wegstellt, macht die Türen zu und setzt euch rein in den Kasten, ist so gut wie nichts mehr zu hören. Das ist nur noch ein ganz, ganz leises Brummen. Ja, zwei Dinge wollte ich noch sagen. Zum einen Thema Benzin. Da haben wir ganz normales Super 95 Benzin verwendet. Ich kann auch in der Bedienungsanleitung keine Freigabe für E10 erkennen. Beim Motoröl empfiehlt Denkbar 10W40. Daran haben wir uns auch gehalten und haben da sogar Vollsynthetiköl geholt. Bei der geringen Füllmenge macht das auch keinen großen preislichen Unterschied. Ja, warum haben wir uns dieses Gerät gekauft? Da möchte ich gerade noch zwei, drei Sätze zu sagen. Ich hatte es im Unboxing auch schon gesagt, diese Dinger sind natürlich heiß diskutiert. Und auch ganz klar, wir werden die Dinger natürlich oder dieses Ding natürlich nicht auf einem Stellplatz oder auf einem Campingplatz betreiben. Es gibt einige wenige Situationen in unserem Urlaubsverhalten, wo dieses Ding tatsächlich Sinn macht. Das haben wir jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr so gesehen. Immer dann, wenn wir wenig fahren, es bedeckt ist, ja, wie jetzt im Moment, ja, und wir halt auch frei stehen. Das Ganze in Kombination mit der Dieselheizung führt zu einem relativ hohen Stromverbrauch. Und da ist es schon alle zwei Tage notwendig, mal einiges in die Batterie nachzutanken. Ja, normalerweise kompensieren wir das Ganze durch Weiterfahren oder durch Solarertrag, den wir haben, aber das geht halt nicht. Und das hat wirklich jetzt in dem Urlaub super funktioniert. Man stellt sich einfach mal mittags irgendwo auf einen Parkplatz ins Eck, packt das Ding aus, lässt es mal zwei Stunden laufen, macht in der Zeit ein Nickerchen oder trinkt einen Kaffee und danach geht es mit vollen Batterien weiter. Zum Verbrauch kann ich auch was sagen. Der ist sensationell. Also wir haben hier für eine Betriebsstunde exakt 0,4 Liter Benzin verbraucht. Und da kann man nicht meckern. Selbstverständlich, da will ich auch keine Diskussion anzetteln. Sind Lithium-Batterien und auch Brennstoffzellen super Teile, absolut innovativ. Aber sie kosten halt auch richtig Geld. Und hier haben wir für 400 Euro für unsere Zwecke eine super Lösung gefunden. Ich zeige euch jetzt mal noch, wie wir das Ganze im Heck verpackt haben, weil ich weiß, das Thema Benzingeruch ist auch ein Thema, haben wir aber nicht. Ja, ich nehme euch mal mit, dann gucken wir mal, wie das hier bei uns hinten drin aussieht. Ich hoffe, der Generator ist jetzt auch ein bisschen abgekühlt. Wir haben jetzt hier eine extra Kiste dafür. Da ist der Generator. So, über den Generator packen wir, wenn er abgekühlt ist, einfach hier eine ganz normale blaue Mülltüte. Ja. Einfach so drüber anheben. Ein bisschen drum wickeln. Und dann kommt er hier in die Kiste. So. Ja, hier haben wir dann ein 10 Meter Kabel
Hier haben wir noch ein 25 Meter Kabel drin. Das Ding ist gut eingewickelt und das kommt jetzt mit hinten noch in den Stauraum. Also da riecht im Fahrzeug nichts. Das gleiche haben wir auch gemacht mit dem Benzinkanister. Der ist auch in einem Müllbeutel eingewickelt, steht dann im Gaskasten und alles gut. Ja, ihr Lieben, das war unser Special zum Denkbar DQ1200 Stromerzeuger. Wie gesagt, wir haben da keinen Vertrag mit, ist keine Werbung. Wir empfehlen lediglich das oder wir stellen lediglich die Dinge vor, die wir selber gekauft oder auch selber bezahlt haben. Aber wir hoffen, dass euch unser kleines Special gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Kommentar da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und ja, wir sagen danke fürs Zusehen und wir sehen uns in einem der anderen Videos wieder. Bis dahin, tschüss!